Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heroes and Generals, dem Actionspiel hier. Ja, das ist übrigens die neue Karte. Und wir spielen dieses Mal als Fallschirmjäger. Als Fallschirmjäger hat man, ja, oder hat man nur eine Waffe, kann man nehmen. Das ist wie beim Scharfschützen genauso dasselbe ist, dass man das K98 mit Zielfernrohr haben darf. Ja, das hier ist das Fallschirmjägergewehr 42, ziemlich cool. Da das auf Distanz sehr stark ist. Und ihr seht ja, wie es allgemein auch ist. Es ist nicht schlecht, hat leider nur 20 Schuss. Das MG42 hat, glaube ich, der 30 Schuss, also ein bisschen mehr. Und es hat sich auf jeden Fall aber auch so selber verbessert. Das falsche Megagewehr 42. Dann ist es stärker. Ich kann jetzt viel einfacher Leute töten damit. Ziemlich cool gemacht. Weil das war vorher nicht so stark. Das muss man mal ganz klar sagen. Und die Amerikaner gewinnen hier auch wieder ganz hochhausmäßig. 3 zu 6, also 3 Deutsche gegen 6 Amerikanski. Ist ein bisschen schlecht, sag ich mal, fürs Gewinnen. Aber ich bin ja da. Ist auch eine gute Pink, also es ist die neue Karte. Die neue Karte finde ich an sich nicht schlecht. Ist gut, ist auf jeden Fall sehr gut gelungen. Schön finde ich das Update auf jeden Fall. Weil wirklich, es bringt einfach nur mal jetzt Abwechslung rein in Heroes and Generals, weil es einfach nur mal Tatsache ist, dass da einfach keine neuen Karten dazugekommen sind, sondern eher Waffen und Fahrzeuge. Ich meine, ist auch ganz wichtig, ist klar. Aber so eine neue Karte müsste eigentlich schon mal mit drin sein, einfach. Ich glaube nicht, dass das so schwer jetzt unbedingt ist, ja, so eine Karte zu erstellen oder weiß ich nicht. Was? Ach, der hat mich genauso wenig getroffen. Ja, man ist natürlich mobiler, viel mobiler mit dem Flugzeug. Also als Fallschirmjäger hat man sein Flugzeug, wie ihr seht. Ist aber auch nicht immer der Fall. Das Netzwerk versucht aufzuholen. Ja, das hat es manchmal. Denn das Problem ist auch bei Heroes and Generals in letzter Zeit, dass die Server nicht so wollen. Wie sie sollen. Ihr seht schon, also wenn ich immer runterspringe, ja, oder rausspringe aus dem Flugzeug raus, nehme ich die Karte mir zur Hand und gucke, in wie viel, ja, dass ich, in wie viel Meter man abspringen könnte. Weil das ist eigentlich so eine Gewohnheitssache, weil man es macht. Ich habe auch die Spezialisierung vor allem mit drin, dass ich selbst entscheiden kann, wann der Fallschirm aufgeht, weil standardmäßig ist das so, dass der Fallschirm aufgeht, wenn man rausgesprungen ist. Also kurz danach so, oder ja, doch kurz danach so, nach dem Sprung, entscheidet es automatisch für sich selber. Und macht den Fallschirm somit offen. So, wir haben da hinten noch ein paar Probleme. Auch hier gibt es wieder Frame-Einbrüche anscheinend. Ich hatte gerade Hitman gespielt, die eine Folge, ich weiß gar nicht, welche Folge das mittlerweile ist. War auch ein Akt ganz zum Schluss, weil es wirklich am Laggen war ohne Ende. Das hat nicht wirklich Spaß gemacht. Es gibt definitiv Besseres.
als Rumgelege. Ah. Sind wir mittlerweile mehr geworden? Nein, sind wir natürlich nicht. Wir können als Fallschirmjäger, so sieht das Symbol übrigens aus bei den Pfadfindern, das ist die Pfadfindereinheit, mit noch einem Strich, das wären dann die Fallschirmjäger. Ihr seht, wir können hier nur im Flugzeug spawnen. Das ist leider so. Und wenn einer rausgesprungen ist, können wir nicht direkt hinterher hechten. Wir müssen tatsächlich warten, bis er... ja, wir müssen eine kleine Sekunde warten. Ein, zwei kleine Sekunden nach seinem Raussprung dürfen wir dann rausspringen. War das jetzt richtig gesagt? Ich weiß es nicht. Man kann mit der Shift-Taste, wie es auch ist, nun mal mit dem Sprinten, kann man schneller runterkommen mit dem Fallschirm. Das ist so ein, ja, so ein Sprintmodus mäßig. Ich sehe jetzt hier auch keine Gegner. Ja, wir haben verloren. Ja, komm, wir machen das so, bewerten. Ich mache hier mal einen kleinen Stopp und dann machen wir nochmal ein kleines Gefecht hier nochmal. Und dann gewinnen wir aber auch. Hallo, da wären wir wieder. Auf zur nächsten Runde, würde ich sagen. Attacke, Attacke. Beim Flugplatz habe ich immer, oder war das schon immer so, dass es kein Flugzeug gab. Ich weiß nicht, warum das bei der Kartenmap, oder Kartenmap sage ich schon. Ja, ich habe wirklich, ich weiß nicht, ich habe glaube ich 6 Stunden, nehme ich auf, ja. Und da ist man so ein bisschen, ja, nicht ganz bei der Sache, sagen wir es mal so. Wo ist denn der Punkt? Ach, da. So. Es gibt Panzer. Ich bin gespannt, was es noch so geben wird. Oh, da ist schon was. Und der erste ist tot von unseren Fallschirmjägern. Der hat aber schnell reagiert. Der war ja ganz schnell dabei, der Kollege. Also, man kann als Fallschirmjäger, kann man keinen Punkt einfach so auswählen, dann spawnt man da. Oder das Flugzeug fliegt darüber, das wird nicht passieren. Es ist tatsächlich so, dass das Flugzeug jedes Mal hier dran vorbeifliegt, natürlich auch woanders, und man könnte auch woanders abspringen, ja. Das heißt, wenn ihr hier seid und ihr springt da ab, dann seid ihr da, ja. Was das bringt, ist eine andere Sache. Und wenn der nicht raus will aus dem Flugzeug, einfach mal öfters E drücken, weil wie gesagt, wenn ihr noch einen anderen Kameraden habt, der da auch raus will, dann könnt ihr da nicht rausspringen. Du gehst nirgendwo, man. Das gibt es nicht. Vor allen Dingen mit Nebel wieder. Das ist wieder so richtig schön müllig und süffig hier. Weil Nebel ist ja nun wirklich, ja, ich würde mal sagen, ganz klein, gering, nervig. Was haben wir eigentlich für Einheiten hier? Wir haben Flugzeug, haben wir, cool. Demnächst werden wir auch mal Flugzeug fliegen. Hier nach Fallschirmjäger kommt Flugzeug dran. Auf jeden Fall, dass wir uns mal Flugzeug so ein bisschen näher kommen lassen. Aber jetzt ist, wie gesagt, erstmal Fallschirmjäger dran. Der Fallschirmjäger ist natürlich dadurch, weil er eben das Flugzeug hat, sehr mobil. Also da kann keiner was vormachen. Und ja, wir verlieren gerade. Haus hoch. 8 zu 10, da sind wieder Leute rausgegangen. Und ihr seht, dass wir dieses Mal dran vorbeigeflogen sind an dem eigentlichen Ziel. Und das ist natürlich uncool.
Und jetzt kann man eigentlich nur noch versuchen, das alleine zu halten. Ist natürlich irrsinnig. Weil das nicht klappen wird. Und der reißt mich mit seiner Panzerfaust natürlich weg. Okay. Ich glaube, das ist die falsche Zeit zum Spielen heute. Also ist glaube ich da glaube ich ganz fest dran. Weil man kann ja auch sehen, man sieht ja die anderen auf der Karte. Wir haben einen und der ist aus unserem Team auch noch, also ein falscher Mega, der sich hier befindet in diesem Ort. Das ist ein Flugzeug, das ist in der BF 109 drin sitzt der und hier sind die anderen halt, ne? Die sind hier, verteidigen jetzt O1, aber wir müssen auch O3 verteidigen, was auch eingenommen wird. Das heißt, wir haben richtig Probleme jetzt. Und eigentlich müssten wir das auch verlieren. Weil es war ja mal in der Tat mal so, dass Deutschland immer gewonnen hatte. Aber es kann natürlich sein, dass sich jetzt ändert. Was? Ich kippe hier auf einmal so schnell um hier. Ja, also mit Heroes und Generals, das waren jetzt auch die letzten Updates immer die Probleme. Es kamen ja auch kleine Fixes immer wieder raus, was gar nicht irgendwie, ja, groß drin stand, was sich da verändert hat. So, ich mache immer so kurz vor knapp, mache ich den Fallschirm auf, wenn ich das ungefähr erahnen kann, dass das passt. Oh, hier sind drei Stück drinne. Tja, hier wird auch ganz schön gebombt. Geh weg. Und es leckt. Und deren Panzer schießen hier rein. Nein. Er nur wieder. Mit einem Schuss macht er das Ganze. Der ist ziemlich gut. Ja, also man sieht, ich habe die meisten Kills jetzt hier gemacht, sogar aus dem kompletten Spiel jetzt hier von allen. Wenn dann natürlich die anderen nicht so mitgehen, dann ist natürlich schlecht, wenn man da alleine verteidigen muss. Aber guck mal hier, hier sind die anderen beiden, die machen mit O3. Das ist ganz gut. Also, klar, mit falscher Mega ist man mobiler. Weil was bringt das einen Infanteristen, wenn er jetzt hier bei O1 spawnt? Oh, ich muss, auch mal spawnen. Und wird dann kurz vor knapp wieder weggeknallt, weil ihr seht, Fallschirm Mega, das ist wirklich eine Klasse, die sollte man sich holen. Ganz ehrlich, die ist zu gebrauchen. Jetzt läuft er mir weg. Jetzt läuft er mir wieder weg. Was zur Hölle? Das gibt's nicht. Es läuft ganz miserabel. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen die Lust daran verloren an Heroes and Generals. Liegt aber auch daran, dass es wieder neue Hacker gibt, also vereinzelt natürlich, nicht so stark wie bei Nether, wo es wirklich sehr stark vertreten ist mit den Hackern, aber hier bei Heroes and Generals hält sich das wirklich im Rahmen. Aber ist dennoch nervig, das ist keine Frage. Und das macht natürlich so ein bisschen den Spielverlauf kaputt, ist ganz klar, aber ja, man muss halt das Beste draus machen. Wenn es einem nicht gefällt, dann soll man es ja sowieso nicht spielen, ne? Und mir hat es eigentlich bisher wirklich gefallen. Ich habe es ein bisschen durchgängiger gezockt und gespielt, aber jetzt sind auch wieder andere Spiele, die ich eher spielen würde.
Und wie gesagt, wenn man nicht weiß, wo man gerade ist, Karte öffnen, Fallschirm nicht vergessen, wenn man die Spezialisierung da hat. Und dann... überleben am besten. Ja, wir können nicht mehr einnehmen, weil die schon weiter eingenommen haben. Nein, das gibt es nicht. Die verschanzen sich immer in der Toilette und dann noch zu zweit. Ist ein bisschen fragwürdig, das Ganze. So, wartet mal. Also jetzt nehmen die U3 ein, dann wird das weg sein und dann fehlt nur noch U1 und dann war es das. Dann haben wir verloren, eindeutig. Aber trotzdem. Von Heroes und Generals, von den ganzen Klassen her, ist der Fallschirmjäger der mobilste und ich würde es jedem wärmstens empfehlen, einfach nur. Und wir haben jetzt gleich verloren. Genau jetzt. So, ein Stern gibt's dafür von mir. Ja, ich würde sagen, das war's erstmal mit dieser Folge her. Ich bin wirklich ausgelaugt. Ich brauche eine Pause jetzt. Ich habe lange genug aufgenommen. Es tut mir leid, wenn das jetzt nicht so pralle war, die Folge vielleicht. Die Hitman-Folge ist auch nicht gerade pralle. Das lag wirklich daran, weil ich das ja zu lange gemacht habe jetzt. Okay, bis dahin. Ciao, ciao.